Ich grüße euch, vor allem alle Waage Geborene. Denn am 24. September löst die Waage das Sternzeichen Jungfrau ab. Was bringt den Waagegeborenen das neue Lebensjahr? Die Waage gehört zu den Elementen Luft. Und das bedeutet, dass sie mit Energie, Ausdauer, Ausgeglichenheit und Verbundenheit ausgestattet ist. Ihr Glücksplanet ist Jupiter. Bisher hatten sie ein glückliches und arbeitsreiches Leben in diesem Jahr. Da bleibt der Erfolg auch nicht aus. In der kommenden Zeit setzt sich das weiter fort. Ihre Existenz ist gesichert und privat läuft alles bestens. Waage Paare erleben eine ungewöhnliche, stabile Zeit und Meinungsverschiedenheiten werden sofort erledigt und finden eine gute Übereinstimmung. Eventuelle Babypläne, die Wünsche für ein Baby, können sich Ende Oktober bis Anfang Dezember erfüllen. Den Singles fällt es leicht, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und den Freundeskreis zu erweitern, den sie begeistern. In der Liebe scheinen sie ein neues Glück gefunden zu haben. Und das kann im Herbst zu einer festen Beziehung reifen. Im Beruflichen bekommen die Waagegeborenen ihren Fleiß und Ehrgeiz belohnt, was ihren Erfolg unterstreicht. Im Finanziellen begann das Jahr recht ungemütlich durch unvorhergesehene Rechnungen. Im Herbst rundet sich ihr Erfolg im aussichtsvollen finanziellen Zuwachs. Gesundheitlich hat die Waage keine Probleme, außer die üblichen kleinen Wehwehchen, die sie leicht belasten. Diese beheben sich ab Oktober. Allerdings sollten sie an ihrer Kondition etwas arbeiten. Das Jahr hat bisher viel Kraft und Energie gekostet und es ist für die Waage ein leichtes, dieses wieder aufzufüllen. Euch allen wünsche ich ein wunderbares, erfülltes neues Lebensjahr. Eure Deria.